Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal am 27.07.2020. Bald Monatsanfang. Ich habe mein Geld für dieses Monat schon bekommen. Und habe geplant, so circa 100 € auszugeben und den Rest zu sparen. Heute ist Montag, wir waren bei der Nierenrefluxuntersuchung. Die konnte aber nicht gemacht werden, weil wie erwartet die Entzündungswerte zu hoch waren. Und damit habe ich schon gerechnet, aber dass es jetzt wirklich so war, hat mich echt genervt. Jetzt muss ich diese Woche noch das an alte Antibiotika, das ich die letzten 10 Tage genommen habe, nehmen und nächste Woche ein anderes, höchstwahrscheinlich. Und dann das durch bis zur Untersuchung. Die ist irgendwann im August. Ich glaube am 21. August. Und da wird Kontrastmittel in meine Blase gespritzt. Und dann wird geguckt, ob sich das zurückstaut. Und wird ein Röntgenbild gemacht. Ich stelle mir die Untersuchung nicht schmerzhaft vor. Davor habe ich auch keine Angst. Aber das Katheterwechseln hat wieder ziemlich weh getan. Obwohl ich nur 4 Tage, glaube ich, 4 oder 5 Tage ohne Antibiotika war. Und trotzdem hat es so weh getan. Und beim Dr. Hübel haben wir am 10. August einen Vorstellungstermin, der ist ein Urologe in Melk. Und ja, da sollen wir auf jeden Fall hinfahren, um uns vorzustellen und um mit ihm zu besprechen, ob er den Katheterwechsel macht. Und wenn er nicht sonderlich grob ist, dann bleibe ich auch bei ihm. Aber das Katheterwechseln an sich ist halt schon immer recht schmerzhaft und sonst war ein normaler, langweiliger Tag. Ich bin halt umsonst um 6:30 aufgestanden, weil wir um 8 dort sein mussten. Und das hat mich schon extrem genervt. Und nur wegen Katheterwechsel um 6:30 aufstehen, ist doch wenig sinnhaft, weil man das jederzeit machen kann. Und dafür nicht so früh dort sein muss. Aber ja. War halt notwendig. Sonst haben wir heute nicht viel gemacht. Ich bin vom Computer gesessen, habe mir 4 neue Paletten bestellt von W7, die Tubes zur Anastasia Beverly Hills Paletten. Die Tubes zu den Paletten. Die sind sicher nicht so gut pigmentiert, aber für meine Verhältnisse reicht's wahrscheinlich. Und die Anastasia Beverly Hills Paletten kosten so um die 50 € pro Stück oder mehr. Und diese Paletten kosten so 7, 8 €. Und das ist schon im Verhältnis, wenn sie nur halb so gut pigmentiert sind. Dann lohnt es sich schon. Es wurde nur von einer berichtet, dass sie relativ nach Chemie stinken. Aber sonst sind sie gut bewertet und ich finde es eine gute Zwischenlösung, bis ich genug Geld für die anderen habe. Sonst gibt es nicht viel Neues. Morgen kommt Sonja. Morgen gibt Scheiterhaufen. Gott sei Dank vor Sonja, weil die verträgt keine Äpfel.
Ja. Es gibt nicht so viel Neues. Am Donnerstag war ich zu Christoph um 11. Und dann ist die Woche auch schon wieder fast rum. Und am 7. August habe ich bei Kerstin den nächsten Termin. Aber das habe ich euch schon erzählt. Und ich bin relativ müde jetzt, weil ich den ganzen Tag wach war. Und auch schon seit 6:30 oder fast früher. Und deswegen werde ich jetzt dann bald schlafen. Morgen kann ich mich ausschlafen. Da kommt keine Volkshilfe und kein sonstiger Termin. Aber ewig kann ich halt auch nicht schlafen, weil Sonja kommt. Und bis 12:30, das wäre nicht so gut. Aber naja. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao. Macht's gut. Eure Ines.